Was mich als Autor von dem Kinderbuch Tommy Tropf absolut sprachlos gemacht hat, das verrate ich dir in diesem Video. Ich hatte eine Fortbildung mit Erziehern. Wir hatten dort Spiele, die wir entwickelt hatten, gespielt. Wir haben Dinge durchgesprochen, die man im Hort zum Beispiel umsetzen kann, die man auch im Kindergarten umsetzen kann. Es war ein Wahnsinn, es hat riesen Spaß gemacht. Alle haben toll mitgemacht und zur Belohnung wollte ich dann sagen, ach, wisst ihr was, ich lese euch mal noch eine Geschichte aus Tommy Tropf vor. Vielleicht kennt ihr das Buch ja noch nicht. Dann das ist vielleicht sogar auch eine Sache, die ihr im Hort oder im Kindergarten mal anwenden könntet. Gesagt, getan, ich las die Geschichte vor und ja, manchmal wie erwartet gab es tatsächlich den einen oder anderen, der gesagt hat, dieses Buch möchte ich haben. Unter anderem auch Marianne. So, ein halbes Jahr später kriegten wir eine Mail von Marianne, die es da also damals gekauft hat, und sagt, ich möchte mich mal zurückmelden und vielen, vielen Dank sagen für dieses Buch. Ich hatte mich damals in der Geschichte, die du vorgelesen hast, also regelrecht verliebt und ich wollte dieses Buch unbedingt lesen. Das Problem war nur, ich konnte nicht lesen. Ich war Analphabetin. Und dieses Buch war für mich der Anlass, tatsächlich mir das selbst zu erarbeiten. Ich habe also mühselig natürlich erstmal Schritt für Schritt mir die erste Geschichte erarbeitet. Also Stück für Stück gelernt, wie man liest. Dieses Buch hat tatsächlich mein Leben verändert, denn jetzt kann ich lesen und schreiben. Es war aber für mich wirklich der Ansatz oder der Anlass, so etwas durchzuziehen. Und jetzt traue ich mich auch, ich habe mich wirklich so viele Jahre einfach nicht getraut, darüber zu reden. Irgendwie habe ich es nicht hingekriegt und dann war die Zeit vorbei zu sagen, okay Leute, pass mal auf, also was ihr mir jetzt hier antut, ich kriege es einfach nicht gebacken. Irgendwie habe ich immer einen Weg gefunden, tatsächlich mich durchzuschummeln bzw. das zu kompensieren. Ich brauchte Hilfe, jemand las mir etwas vor, ich kann das gerade nicht lesen, kannst du mir mal sowas in diese Richtung. So ungefähr war die Mail, es hat mich absolut berührt. Was so ein kleines Buch tatsächlich doch bewirken kann. Herzlichst, euer Jens.